Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Hausflipper 2. Wir gehen gleich über zur nächsten Aufgabe. Ich bin zumindest mal gespannt, ob da eine nächste Aufgabe ist, aber ich habe keinen Posteingang. Ah, aber bei Crayfish habe ich was. Was habe ich hier? Wir sind so stolz auf dich. Hi Schatz, Glückwunsch zum Start deiner Karriere. Tom hat uns alles erzählt. Es ist so schön, dass ihr zwei wieder Freunde seid. Ansonsten hätten wir keine Ahnung, was in deinem Leben vorgeht. Oh, und falls du vorhast, uns zu besuchen, komm nicht nach Moonrise Bay. Ich habe unser Strandhaus geliebt, aber ich konnte mich nie an den Lärm und die Lichter der Stadt gewöhnen. Von daher ziehen wir nach Cossie Village. Ich habe gehört, dass man dort sehr friedlich und gemütlich lebt. Die ziehen aber einige Male um, würde ich sagen. Na gut, aber wir haben hier bei Crayfish Coast haben wir einen Auftrag. Erweiterung meiner Buchhandlung um ein Café. Hallo Freund, ich leite eine kleine Buchhandlung in der Nähe des Strandes. Meine Freundin ist Barista und wir würden hier gerne Platz für ihre Kaffeestube schaffen. Sie meinte, du wärst der Arbeit eventuell gewachsen. Könntest du uns bei der Einrichtung helfen? Ein paar Sachen haben wir bereits erledigt, aber wir müssen noch neue Möbel kaufen und eine Wand anstreichen. Ich hoffe wirklich, dass ihre Kunden nichts über meine Bücher verschütten werden. Schwitz. Na gut, dann schauen wir uns doch den Auftrag mal an, dann wird das erste Mal gestrichen. So, erinnert mich jetzt ja gerade sehr an den, an diesen einen Kaffeesimulator. Also von jetzt die erste Optik hat mich jetzt sofort an dieses Spiel erinnert. Okay. Es gibt viel zum Wegwerfen. Es gibt auch was zum Auspacken. Das können wir nicht wegwerfen, das können wir nicht wegwerfen. Hier sollen wahrscheinlich dann Möbel her. So, wir haben auch gesehen jetzt gerade, wir haben Verkabelung und Malen haben wir jetzt mit drin. So, soll der schön bleiben? Warte mal, schauen wir auf die Quests. Kaufen soll man das, verkaufen soll man das. Okay, also der bleibt stehen. Achso, gedrückt halten zum Aufheben, ja, alles klar. Dann verkaufen wir erst einmal den Müll, soweit das geht. Ne, das nicht. Wahrscheinlich kann ich hier auch nicht weiter. Nee, das ist alles ist begrenzt. Schade, wenn sie es ein bisschen freier gemacht hätten. Das wäre schön. Okay, die Steine nicht. Das ist alles Gartengedöns. Mal schauen, was da auf uns zukommt jetzt. Das da natürlich auch nicht. Dann schmeißen wir mal den Müll noch gar weg. Okay, Mülltonne ist da hinten. Dann schauen wir mal, was in dem Paketchen hier ist. Ein Schild. Frog and Crayfish Book Café. Ah ja, okay. Moment. Kann ich das irgendwie wieder zurückpacken? Weil das da wird wahrscheinlich verkauft sein. Oder verkauft werden müssen. Jawohl. Dann kommt das neue Schild daher. Oder auch nicht? Doch. So. Dann haben wir den Karton schon mal weg. Also, hier sollen wir was kaufen. Und zwar 11 Gegenstände. Wir sollen Tisch Knickknacks kaufen, Stühle Tomaston, Schaukelspielzeug und ein Spielhaus. So. Ah ja, gut. Habe ich mir gedacht, dass das passiert. Dass wenn ich da draufklicke, dass das dann... Machen wir es weiß, oder? Weil sonst glüht das Ding, wenn da die Sonne drauf brennt. Was haben wir hier an Details? Ah ja. Der ist ein Spielhaus, ne? Können wir doch eigentlich ein wenig bunter machen. Hier ein bisschen knalligere Farben. So. Details B. Dann schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Ah ja. Genau, können wir ein wenig fleckig machen vielleicht. Können wir auch in unterschiedlichen Farben machen. Das finde ich toll. Halt, bleib da. Ah, Material. Cool.
Die Farbe, ja. Die Farbe habe ich gesagt. Gelb, aber wenn ich das Gelb auswähle, dann, naja, gut, ist egal. Dann mache ich die Details aber auch ein bisschen anders. Dann machen wir das hier jetzt zum Beispiel in einem dunklen Blau und die Basis machen wir Kork. Kork in einer, genau, irgendwie so ein grüner Farbton. Dass es schön bunt ist. So, kaufen. Das stellen wir dann da hinten an das Haus, dass es ein bisschen im Schatten ist. So, rein kann nur niemand, ne? Wenn ich die Tür nach hinten mache. Warte mal, wie viele Fenster gibt es denn an dem Ding? Da gibt es so ein Bullauge. Ja, dann machen wir das hier an die Ecke. Okay, da ist es grün. Und da ist es. Okay. Dann machen wir das so, aber dann geht das Fenster nicht auf, ne? Kinder wollen ja dann die Fenster aufmachen. Dann stellen wir es in die Mitte. So. Dann stellen wir es in die Mitte. Dann dieses Ding hier. Ja, Basis, warum nicht? Aber vielleicht ein helles Holz. Und die Details. Ja, warum nicht so ein rötliches Holz? So, kostet nur 27. Schön. Warte mal, kann ich das eigentlich mit. Ach, R ist am Raster ausrichten, ne? Präzise Platzierung ist es dann nicht so stark mit der Drehung. Dann machen wir das hier. Ich hoffe, man hört die Sirene im Hintergrund nicht allzu arg. So, dann brauchen wir drei solche Tische mit Tischdecke. Der Skadi. Ja, machen wir doch das so. Wir lassen das jetzt einfach. Was? 1.001? Okay. Aber das Ding kostet generell 1.119. Alter. Farbe? Ja, warum nicht? In Blau. Kann ich den jetzt öfters gleich kaufen? Ich mache das jetzt mal mit so einem Herz. So, stellen wir einen mal dahin. Einer kommt hier beim Schirm hin. Und der dritte, hier ist eigentlich zu wenig Platz, ne? Für drei so Tische. Aber gut, die werden dann automatisch ausgewählt. Das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Also die. Nein. Der Tisch bitte. Dann stellen wir nämlich den Tisch hier auch ein bisschen drüber. Mal so ungefähr in die Mitte von dem. So. Schade, dass sie das nicht so gemacht haben wie beim Hotel Renovator, dass man hier durch die Sachen durchlaufen kann. Wäre auch schöner. So, insgesamt 6 Stühle. Wir machen das Ganze auch aus diesem Stoff. Wir gehen auf Muster Sternchen. Hier sowas da. Und Farbe machen wir dann auch in diesem Blau. Dann passt es hier ein wenig zusammen. So, einmal. Zwei. So. So, dann steht es nicht alles so gerade, ne? Und wir haben die erste Hürde gemeistert. Wir haben die ersten Sachen gekauft. Wunderbar. Müssen wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Das bleibt einfach da stehen. Wir könnten es vielleicht ein bisschen weiter hinten hinschieben.
Wobei das da vorne ja als Kundenstopper auch nicht schlecht ist, ne? Aber das ist, hat nur auf einer Seite dieses Bild. Naja, stellen wir es einfach hier vorne hin, das passt schon. Okay, weiter geht's. Was haben wir hier? Hier sollen auch Tische hin. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Ah, okay. Stil ändern. Okay, kann ich. Wir sind hier auf Tische. Sonstiges. Ich würde nämlich gerne die kaufen wollen, die ich schon gekauft habe. Ist die Frage natürlich, ne? Wie ich das vielleicht machen kann. Gehen wir nochmal auf Quest. Tisch Knickknacks. Ah ja, okay, das wird gespeichert. Das ist natürlich gut. Okay, dann stellen wir mal. Wir haben für zwei Tische, sollen wir machen. Dann stellen wir den einen hier an die Säule. Ich hoffe, das passt jetzt. Den anderen stellen wir, da ist ja die Tür. So, stellen wir hier ran. Hier habe ich. Ah, ich kann das da dran ausrichten. Das ist schön. Okay, und Stühle. Nee. Schon das. Aber das ist jetzt halt. Das ist jetzt halt anders. Wie habe ich das jetzt bei dem Tisch gemacht? Keine Ahnung. Naja, gut. Aber es ist schön zum Ausrichten auch. Gefällt mir. So. Damit haben wir den Bereich auch schon mal. So, aber hier sonst nichts weiter, ne? Ne, wir haben hier tatsächlich alles fertig. Okay. Dann geht's nach innen. So. Wir sollen einiges verkaufen. Dann schauen wir doch erstmal, was wir verkaufen sollen. Der Schrank, der Tisch, der Sessel, das Regal. Der Tisch bleibt. Das Regal, der Schrank, der Fisch. Noch ein Poster, das Ding hier. Book Club. Hier vielleicht? Nö. Ach da, das da. Okay. Dann haben wir schon mal alles verkauft. So, dann räumen wir mal die Müllhaufen weg. Das sind ja nur die zwei gewesen, ne? Ja, es waren nur die zwei. So, wir haben einen Karton, wir haben aber auch noch einiges an Flecken und wir haben was zum Staubsaugen. So, dann machen wir mal hier erst den Saugstauber. Dann haben wir das auch erledigt, cool. So, dann haben wir noch die Flecken. Ich weiß nicht, ob die jeweils als einzeln zählen, aber so wie es ausschaut, ja. Die Fußstapfen zählen tatsächlich immer als eine. Gehört da auch noch eine dazu? Schauen wir mal Vorteile.
Hier. Das nächste. Also das geht anscheinend etwas besser dann. Noch schneller das Putzen. Okay. Einen Flecken habe ich noch. Ah, da. Gar nicht gesehen. So. Dann Kartons auspacken. Dann schauen wir doch erst einmal, was in dem Karton drin ist. Eine Kaffeemaschine. Okay, die können wir hier daneben stellen, neben die andere. Dann haben wir die Coffee Beans. Finde ich schön, dass man das so ein bisschen genauer dann verschieben kann und drehen kann. Dann haben wir noch Tassen. Ich hoffe doch jetzt immer die gleichen. Auch wenn es... Ne, es sind unterschiedliche Tassen. Na gut, das ist ein Buchcafé. Da hat man schon mal ein bisschen Durcheinandergeschirr. So, weg damit. Dann brauchen wir wieder zwei Tische, einen Hocker, vier Stühle. Da ist jetzt dann natürlich die Frage, wohin? Würde ich sagen, stellen wir mal die Bücherkisten hier unter den Tisch. Da sind sie doch besser aufgehoben, würde ich sagen. So, das Buch kommt da auch noch mit rein. Wenn ich das schaffe, jawohl. Ansonsten, das kann man ja alles lassen. So, wir brauchen ein Sofa brauchen wir auch, ne? Oder ein Sessel soll das sein. Wir machen auch wieder den Stoff. Wir bleiben in dem blauen Farbton. Stellen wir das vielleicht hier in die Ecke. Mal schauen, wie weit ich da reinkomme. Naja, das gefällt mir irgendwie nicht so. Ja, warten wir mal. So, wir brauchen ja einen von diesen Tischen. Hier. Das bleibt auf jeden Fall gespeichert. Das finde ich schon mal ganz gut. Vier solche Tische brauchen wir. Oder? Zwei. Zwei solche Tische brauchen wir. Und vier Stühle. Und wenn ich das den da hinstelle. Es war doch irgendwie hier ausgerichtet an der Wand. Ich weiß bloß nicht, ob ich da einen Stuhl hinbekomme. So. Ja, das ist zu nah am Fenster dann wahrscheinlich. So. Dann vier Stühle. Blau. Passt schon. Gucken wir mal, ob der da hingeht, aber so wie es ausschaut, ja. Gut. Naja, doch. Das passt schon. So, und der Couchtisch. So, Basis würde ich allerdings auch wieder sagen, dass wir eher ein helles Holz nehmen. Hier sowas da. Und das dann noch. In den blauen Ton. So.
Das sind die Schienbeintische, ne? Wo du das Schienbein anhaust und dann Schmerz. Okay, nee, das taucht mir. Das passt schon. Ach so, einen von den Dingern brauchen wir noch. So, der Stoff passt. Dann gehe ich wieder hier drauf und Farbe blau. So, ich habe keinen Plan, für was man jetzt diesen Hocker da noch braucht. Aber es ist in Ordnung, wir stellen ihn jetzt einfach mal hier neben die Pflanzen. Und damit haben wir dann auch den Raum fertig. Lesen. Treffen finden jeden Sonntag in der Frosch- und Krebsbuchhandlung mit Kaffee statt. Neuer Veranstaltungsort. Die kann man alle lesen, oder was? Nee. Nee, man kann die nur verschieben. Gut. Dann, was haben wir hier? Nichts zu machen. Ups. Auch nichts zu machen. Also, Toilette und Waschbecken ist in Ordnung. Ups, was haben wir hier? Ach so, das geht ums Streichen, ne? Farbrolle, der beste Freund geht jetzt Flippers. Wann zu streichen, musst du etwas Farbe kaufen. Öffne den Laden, Quest, indem du tappst. Okay, alles klar, das ist quasi noch bekannt. Wir brauchen keine Abdeckung. Wir können streichen, ohne zu klecksen. So, ganz viele Backformen. Das sind noch Kartons am Fenster. Jawohl, damit haben wir den Müllhaufen entfernt. Dann putzen. Ich weiß natürlich nicht, ob wir jetzt in diesem neuen zweiten Part, ob es dann gekleckert wird. Keine Ahnung. So, wie viele Flecken gibt es noch? Noch einen. Ah, da hinten. So, Fenster putzen, zwei Stück. So. Wunderbar. Dann die Fenster sind sauber. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Das nicht, das da. Das können wir verkaufen. Und ansonsten nichts weiter. So, und dann sollen wir streichen. Rosa Farbe verblasst. Ich weiß nicht, warum hier Material und Farbe auswählbar ist. Venezianischer Putz. Aber ich denke, das wird schon passen, oder? Farbroller. Okay, dann schauen wir mal. Die Wände sollen wir machen. Gedrückt halten zum Streichen. Ja, okay. Da muss ich mit der Maus quer über den ganzen Tisch drüber. Okay. Farbbänder aufheben. Ah. Nee. Ah, ich muss Farbbänder quasi machen. Dann kann ich auch quasi genauer streichen oder so, keine Ahnung. Jawohl. Dann Farbbänder wieder aufheben und dann haben wir noch hier bis darunter. Keine Farbe mehr. Okay. Boah, ich sag ja, ich muss hier quer über den Schreibtisch. Da ist bei mir dann schon Ende. Na, warte mal, dann mache ich das jetzt so.
So langsam fällt meine Maus hinten über den Tischrand drüber, weil ich so weit weg muss. Keine Farbe mehr. So. Wunderbar. Na. Schön. So, noch etwas streichen? Nö. Da war dann alles gestrichen. Ich lasse mal die Farbe stehen. Ich weiß ja nicht, was mich hier erwartet. Gar nichts. Und hier auch nichts. So, aber wir haben erst 1,5 Sterne. Du musst wahrscheinlich da wieder in die Ecke. Also schauen wir nochmal. Gestrichen haben wir. Dann brauche ich das wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Schön. So, hier haben wir alles. Achso, wir müssen ja noch nach oben, ne? Okay. Mit Sicherheit zu verkaufen. Gehen wir doch gleich einmal drauf auf unser Verkaufswerkzeug. Stuff only. Das bleibt alles. Das bleibt. Die Lampe bleibt. Das bleibt. Okay, das heißt, wir haben alles verkauft. Dann haben wir einen Karton und wir haben wie viel Müll? Gar keinen. Staubsaugen müssen wir und Flecken müssen wir wegmachen. Okay. Dann machen wir erst einmal die Flecken weg. Jawohl, Flecken sind weg. Einmal Saugstauber. Die Drops am Boden. Dann einen Karton. Den interessiert mich jetzt halt, was da drin ist. Ein Fischschild. Okay. Keine Ahnung, wo hänge ich das Ding hin? Hier in die Wand. Schauen wir mal, was noch alles mit drin ist. Eine Kerze. Die stellen wir natürlich auf den Ofen. Ne? nein. Nochmal eine Kerze. So, also wenn die nie angezündet werden, dann sind das eh nur Staubfänger. So. Passt doch schön. Zufälligerweise gut mittig erwischt. So, dann kannst du weg. Den lassen wir mal hier seitlich stehen. So, wir müssen 8 Sachen kaufen. Also einmal der Couchtisch. Da schaue ich jetzt gar nicht mehr auf die Farben. Das war schon interessant genug, was man da alles machen kann. Dann brauchen wir einen Kindertisch. Okay, keine Ahnung, den stellen wir jetzt mal daher. Ottomane. Dann nochmal einen Ottomanen. So bunt gemischt, das alles hier. Dann brauchen wir eine... Ja, es gibt viele Sachen, ne? Aber wir sollen diese... Ravanier Dingsbumster kaufen. Also, dann kommst du einmal da hinten in die Ecke. Dann brauchen wir eine Mosaikpflanze. Das ist aber ein kleines Fuzzi. Nee, warte mal, wenn das ein Kindertisch ist, dann stelle ich das lieber hier drauf. Blumentopf Palmu. Ah, okay. Die Pflanze gehört dann da wahrscheinlich rein, ne? Okay, alles klar. Das ist aber schön, wenn man das so separat macht. Ich dachte mir auch schon, was das da
darstellen soll. So, Pflanze. Das wird dann schon passen, hoffe ich. Dann relativ genau in die Mitte und dann passt's. Jawohl, dann haben wir das jetzt auch schon. Cool. Und hier haben wir das eine Bett verkaufen. Na? Noch irgendwas? Nee. Einen Karton auspacken und dieses Bett kaufen. Okay. Das passt auch gerade noch so dahin. Ne? Und dann haben wir noch hier einen Karton mit einer Vase. Staubfänger. Noch ein Staubfänger. Ein größerer Staubfänger. Und eine alte Tasse. Die wird wahrscheinlich jeder da drauf stellen. Und weg damit. Damit haben wir tatsächlich diesen Auftrag erledigt. Wunderbar. Das freut mich. Das hat. Doch, das war ganz nett. Es war auf jeden Fall mal eine Abwechslung zu dem, was wir sonst so gemacht haben. Finde ich toll, vor allem jetzt halt auch mal hier draußen was zu machen. Ne? So, mein Bild, weil dann können wir nämlich jetzt zurück zu unserem Haus. Oh, 9800. Cool. Immer her mit der Knete. Okay, dann ging der Part heute auch mal wieder ein bisschen länger. Aber stört ja die meisten eh immer nicht. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal für ein Like, für Kommentare. Und das nächste Mal gehen wir dann auf die Montage ein. Und Abo nicht vergessen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.